Liebe Leute, es ist jetzt 7:30 und ich bin noch ganz schön müde. Ich bin um 6:30 aufgestanden und sollte um 7 eigentlich abgeholt werden in meiner Unterkunft hier, The Onion. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon richtig gezeigt habe. Das ist auf jeden Fall ein Mix aus Coworking Space. Das heißt, die haben da hinten so einen Ort, von dem man mieten kann, wo man mitarbeiten kann. Eine super Internetverbindung. Einen Pool und so, ganz schön. Und die haben so einfache Dorms und Räume, irgendwie Einzelzimmer, aber auch richtig schöne Unterkünfte mit eigenem Bad und so. Mega schön, aber die waren leider alle ausgebucht. Und hier ist es total nett. Hier im Restaurant ist auch mega lecker. Ich kann euch das Gado Gado sehr empfehlen. Und hier kann man überall chillen und abends ist Live-Musik und so, also mega cool und super nettes Stuff. Und ja, ich kann euch das Ganze empfehlen, wenn ich wiederkomme nach Ubud und nicht jetzt für einen Monat bleibe, dann werde ich definitiv wieder hierher kommen. Jetzt bin ich am Hafen, genau an demselben, an dem ich letztes Jahr auch war, Padabang oder so. Und habe mir noch einen Saft geholt, 20.000 kostet der glaube ich, ja. Und Ananasdraft. Und ich habe für die Fahrt insgesamt 550.000 gezahlt. Und genau, da kriegt man wieder so einen Sticker. Und man wird erst mit dem Bus hierher gefahren. Und da nehmen sie eben das Gepäck ab. Die kriegen auch so einen Sticker. Und dann geht es gleich aufs Boot. Und auf ins Paradies quasi. Mit Wahana geht es jetzt nach Bili. Wie ihr seht, ist es ein bisschen lustig, auf dieses Boot zu kommen. Man muss auf der einen Seite aussteigen, um dann einmal außen an dem Boot rumzulaufen, um an dem anderen Eingang wieder reinzukommen. Jetzt gibt es 1,5 Stunden Bootsfahrt. Ja, los geht's auf die Gilis. Ich freue mich, das Wasser ist schon mega klar hier. Ich weiß aber nicht so richtig, ob ich diese Momente filmen soll oder nicht. Ich habe beschlossen, irgendwie, weil ich das halt öfter gefragt werde, dass ich es vielleicht doch tue. Und zwar bin ich gestern auf den Gilis angekommen im Blue Moon Homestay. Wundernett, die Maike, die mich abgeholt hat, total schön alles. Aber ich musste das wechseln, weil es keine Aircon gibt und ich seit gestern noch eigentlich seit ein paar Tagen ganz schön eine Migräne habe. Es ging mit Medikamenten, aber ich darf keine mehr nehmen, weil man zu viel nimmt, ist auch wieder schlecht. Und habe mich die ganze Zeit nur übergeben und habe gemerkt, ohne Aircon geht nicht. Und deshalb bin ich jetzt umgezogen in ein viel teureres, aber natürlich auch sehr schönes Hotel. Das heißt Gili Amor. Und ich zeige euch das mal eben. Das ist der Eingang. Und hier ist auch ein Safe, was super ist. Und das Badezimmer sieht auch sehr nett aus. Und ja, es hat auch einen kleinen Balkon. Man kann auch ganz gut den Gegensatz sehen von diesem schön platzierten Hotel zu den Nachbarn, wo es dann wieder viel Müll rumliegt. Da hinten seht ihr es. Da ist der Pool und der geht da hinten noch weiter. Ich habe mich jetzt gerade aufgemacht zum Essen und es geht mir ein bisschen besser und ich muss unbedingt was essen. Es ist jetzt 4 Uhr nachmittags und ich habe seit, ich glaube, 1,5 Tagen nichts mehr richtig essen können. Und habe demnach mega Hunger und ich hoffe, es bleibt alles drin. Und bin jetzt in dem einzigen und ersten veganen Restaurant hier wohl. Das findet man nicht so einfach. Pituk Café heißt es, also man muss schon wissen, wo man hin muss. Aber die Mitarbeiter sind super nett. Es ist mega schön hier, total nett gemacht. Und ich kriege jetzt ein Sandwich mit mariniertem Tofu, Gemüse und so. Und ein Ananas-Kokos-Shake. Und ja, wenn das lecker ist, und das glaube ich schon, werde ich hier bestimmt jeden Tag wieder herkommen. Also wenn das nicht mega gut aussieht, dann weiß ich auch nicht. Total lecker mit dem Brot. Und das hier ist Knoblauch, ziemlich große Stückchen. Und das ist der Smoothie mit Ananas, Kokos und so. Und Passionsfrucht, genau. So, ich habe gerade gefrühstückt. Ein paar Früchte auf dem Zimmer und von dem Hotel. Und spaziere jetzt zum Fahrradverleih, weil ich mir ein Fahrrad ausleihen will. 40.000 mehr sollte es nicht kosten, alle anderen sind Abzocke, wurde mir gesagt. Und da, wo ich hingehe, das sind wohl Vertrauenswürdige. Und genau, leih ich mir ein Fahrrad und vor allem auf die andere Seite der Insel. Und vielleicht fahre ich auch einmal ganz rum. So, mein Bike. Hier kann man sich die aussuchen.
Also, ich bin jetzt in der Schildkrötenauffangstation, die ist hier direkt am Strand. Und ja, mein Käppi brauche ich heute auf jeden Fall, weil es mega heiß ist. Und diese kleinen Schildkröten da, die alle total traurig hier am Glasrand zu sitzen scheinen, als ob sie das Meer sehen und dahin wollen. Ja, die werden auf jeden Fall hier aufgezogen und dann kommen sie später ins Meer, werden freigelassen. Und ja, so traurig das jetzt auch aussehen mag, am Ende ist es dafür da, dass, ja, dass es mehr Schildkröten hier wieder gibt und dass es denen gut geht. Eure Empfehlungen hin, war ich gestern schon mal hier im The Yoga Place. Ich habe gesagt, ich soll hier unbedingt essen gehen. Das habe ich gestern gemacht. Das Curry war jetzt nicht ganz so gut, aber es war in Ordnung. Und ich bin jetzt zum Frühstück wieder hier. Und es gibt einmal ein Pineapple Cucumber Mint Shake und ein Coconut Carrot Oatmeal. Das sind gekochte Haferflocken, Kokosmilch, Karotte, Banane, Rosinen, Zimt und frischer Ingwer. Ja, das sieht alles sehr nett aus. Und danach gehe ich wieder zum Flying Yoga bei Gili Yoga. Gerade am Strand, wie ihr sehen könnt. Und zwar ja an so einem Strand. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber hier sind viel, viel mehr Korallen am Anfang. Das heißt, der Strand ist nicht ganz so perfekt. Also er ist zwar auch weiß, aber es sind halt überall so gebrochene Korallen. Dadurch ist der Weg ins Wasser nicht ganz so einfach. Aber wenn man erstmal drin ist, sind da auch ganz viele, ja, ganz viele Ecken, wo gar nichts auf dem Boden ist. Also wo man auf den weißen Grund gucken kann. Und ich finde es hier total schön, weil hier ungefähr niemand liegt. Man muss einfach mal ein bisschen wegkommen von diesem Hauptstrand hier. Dann gibt es echt schöne Strände auf Gili-Ti. Und ja, auch ein bisschen mehr das einheimischen Leben und so, obwohl die Insel so klein ist und man sich ein bisschen fragt, wo soll das sein, aber es gibt es wirklich. Man muss ein bisschen mehr in die Straßen rein und weg von diesem dieser Haupttrubelstraße. Und ich finde es hier total schön gerade, total ruhig. Ich war heute Morgen schnorcheln und ja, es war traumhaft. Zuerst war ich ein bisschen erschrocken, weil da einfach so viele Boote waren, so viele Schnorcheltouren, halt ganz anders als vor 1,5 Jahren. Aber, und beim ersten Spot, da waren die Fische ganz schön schüchtern. Also sie sind immer abgehauen, wenn man gekommen ist, also wenn man so runtergeschwommen ist mit dem Schnorchel. Letztes Jahr habe ich es auch so gemacht, dass ich einfach einer Schildkröte gefolgt bin. Das war letztes Jahr nicht so clever, weil ich ihr sehr weit raus ins Meer gefolgt bin und dann ganz allein im Nirgendwo war, ohne Weste und so. Da hat man mir hinterher gesagt, war nicht so schlau und die können wohl auch beißen und so. Aber sie sind einfach so wunderschön und so friedlich und ja, einfach strahlen so eine unfassbare Ruhe und Schönheit, Eleganz aus. Das ist echt krass. Ja, und dann bin ich wieder einer gefolgt, die ist nach oben gekommen und ich habe ein wundervolles Video davon gemacht. Ich habe es mir schon 100 Mal angeguckt, bin richtig glücklich darüber. Ich hoffe, es gefällt euch auch, dieses Video von der Schildkröte. Es ist ganz schön warm, Leute, und ich bin wieder beim Essen im Pitu, weil es einfach so lecker ist und der einzige vegane Laden ist. Und ich esse einen Kürbis-Wrap mit Crispy Tempeh und es sieht ziemlich lecker aus. Und dazu trinke ich einen Saft aus Apfel, Gurke, Ingwer, Limette und Minze. Nach einer etwas beschwerlichen Reise, nein, es geht, aber es war irgendwie doch lang. Und zwar bin ich um 9:30 gestartet auf Gili-Ti und jetzt ist es 5:30. Bin hier in Canggu gelandet, also angekommen, und musste mich noch ein bisschen mit dem Taxifahrer streiten, weil Echo Beach jetzt ja doch so weit weg ist. Naja, es war so ein bisschen mühsam und ich habe irgendwie voll Hunger. Aber dafür bin ich jetzt umso belohnter, denn es ist traumhaft hier. Es ist wirklich traumhaft. Ich habe mir gedacht, für die letzten Tage, die meisten Unterkünfte lagen so bei 20 Euro. Wenn man zu zweit ist, ist es natürlich immer alles günstiger. Ich muss das natürlich für mich allein zahlen. Wollte nicht in Hostel und dachte, ich gönne mir was richtig Schönes. Und der Preis ist hierfür super. Also vor allem für unsere Verhältnisse. 63 Euro für 2 Nächte. Und guckt euch mal meinen Blick aus dem Bett an. Ist das nicht traumhaft? Direkt auf die Reisfelder. Und ja, hier sind auch nur 2 von diesen Bungalows. So sehen die von außen aus. Ist
ist das nicht schön? Ich kann es gar nicht glauben, ey. Und das heißt Red Salt übrigens, auch sehr nette Mitarbeiter bisher und haben mir auch gleich einen Roller besorgt. Und ich bin noch ein bisschen aufgeregt, hier jetzt gleich Roller zu fahren. Aber ja, jetzt kommt noch das Highlight und zwar das Badezimmer ist auch mega schön. Man geht hier so durch eine Tür, ja. Und dann ist hier so ein kleiner Raum mit ja, Garderobe und einem Schrank und Safe. Safe gibt es auch, Kühlschrank auch, Aircon auch. Und dann ist das hier das Bad. Da hängt schon an dem Glas mein Kulturbeutel. Ist das nicht schön? Ich finde es mega. Und ja, bin sehr, sehr happy und werde mich jetzt auf den Roller setzen und ins Avocado-Café fahren. Und ich habe mal richtig Bock, da gibt es vegane Burger. Ja, da habe ich richtig Bock gerade drauf. Und da werde ich jetzt hinfahren. Aber die Fahrt war sehr aufregend und ich bin jetzt im Avocado-Café angekommen. Es sieht mega schön aus und ich esse einen Black Bean Burger, einen veganen Burger. Und dazu gibt es noch Sweet Potato Chips, habe ich mega Bock gerade drauf. Und ein Smoothie mit Passionsfrucht, Mango, Kokosnuss, Banane und so. Nach einer kleinen Runde Schwimmen gibt es Frühstück und zwar einen Fruchtsalat und Ananas. Und dazu arbeite ich ein bisschen. Man kann hier auswählen und zwar ja eine der Sachen wählen und dann ja einen Saft oder einen Tee. So, ich habe Besuch. Ich war vorhin ja in dem Café, das seht ihr auch noch. War super, super lecker. Ich hatte so Frozen Bananas mit so ein bisschen Granola, Müsli obendrauf und ein Smoothie. Und jetzt habe ich wieder Besuch bekommen aus Ubud. Haben die lange Reise auf sich genommen. Und so Sandia und Benny und der kleine süße Liam. Hallo. Komm mal, Liam, sag mal Dada. Hallo. Da, guck mal. Guck mal. Du schämst du dich. Ich schämst du dich. Guck mal. Guck mal, da. Oh, ja. Und die waren gerade schon im Pool, weil ich habe ja hier diesen wunderschönen Pool und ja, sind auch ganz begeistert von der Unterkunft hier. Und wir fahren jetzt ins Green Ginger und werden da Mittag essen. Und dann vielleicht gehen wir da so zum Strand oder so, gucken uns ein bisschen hier Canggu an. Und ja, ich freue mich, mit so netten Leuten meinen letzten Tag hier zu verbringen. Yeah. Wir haben gerade die Abkürzung genommen, ein bisschen. Sandy hat uns navigiert über die Schotterpisten. Aber das war richtig schön, weil man die Reisfelder schon gesehen hat. Ja. Ja. Aber der meiste Reis ist, glaube ich, gerade kurz vor der Ernte, würde ich sagen, oder? Jetzt ja. Hier nicht, ja. Aber die anderen waren ja. Schon sehr. Habe ich auch ja. Das Gefühl. Nicht mehr so grün. War nicht mehr ganz so schön. Grün nee. Ist tatsächlich besser, ne? Aber dafür ist es hier umso schöner. Und da hinten sind noch Bananenbäume. Ja. Das ist nicht hübsch. Und der kleine Liam hat gerade geschlafen. 5 Minuten. Also Lab, sau lecker, extrem lecker, hat auch die perfekte Schärfe, ne? Sagt ihr es auch? Kommt hierher, das ist so überragend hier wirklich. Green Ginger, genau. Nudelhaus. Ist der Hammer wirklich. Und das hier schmeckt auch super lecker. Das ist so Tempeh, Salt and Pepper Tempeh irgendwie. Dumplings waren auch lecker. Also, ich freue mich schon auf die Hauptspeise. Mal sehen wir zusammen da. Du hast ja sogar selber auf Play gedrückt. Oh, schön mich auf. Hast du selber auf Play gedrückt? Ja, super. Oh, super. Super. Kannst du Küsschen geben? Küsschen. Aber Küsschen. Nein. Läuft hier. Wir haben uns jetzt mega doll den Bauch vollgeschlagen, wie man schon gesehen hat. Und ich habe noch eine kleine Tüte mit Essen. Für meinen Flug morgen, ja, weil es hier einfach so lecker war, habe ich nochmal diese Salat mitgenommen und einmal Kürbis, das so mariniert ist mit Sesam und so. Und das dahin ist Liam, der macht Krach gerade im Hintergrund. Und dann habe ich noch vietnamesische Spring Rolls mitgenommen. Und jetzt geht langsam die Sonne unter, deswegen gehen wir raus nochmal an den Strand den Sonnenuntergang angucken. Ein letzter Sonnenuntergang auf Bali für dieses Jahr. Und ich werde Sandia, Benny und Liam dann ganz lange auch nicht sehen. Aber vielleicht kommen sie ja mal nach Hamburg. Ja! Ihr seid herzlich eingeladen. Oh, wie cool! Wir kommen vorbei. Wer weiß, wer zuerst wieder dahin kommt, wo der andere ist. Das stimmt. So, wir wissen jetzt, wo der Tourismus ist. Und zwar hier hinter uns. Guckt euch mal an, wo die Roller da überall stehen. Und ja, hier sind mega Wellen. Ich will hier unbedingt noch mal herkommen und surfen lernen. Voll schön. Ich habe mein Essen bei mir. Und deshalb werde ich aktuell von 2 Hunden verfolgt.
einfach und es ist super schön und wir werden jetzt hier einen Sonnenuntergang genießen. Also irgendwie dachten wir, oder ich, Echo Beach wäre so ein bisschen weniger los als da, wo wir gerade waren. Aber hier ist mega viel mit Bars, Party, mega viel Surfer. Ja, krass. Der letzte Sonnenuntergang und wir sagen auf Wiedersehen aus dieser Reisereihe und schaut unbedingt mal auf ihrem Kanal vorbei. Ich verlinke in der Infobox. Da geht es nämlich dauerhaft mit Reisen weiter. Und bei mir als nächstes mit Südafrika, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Tschüss! Tschüss! Ja.